Ich hoffe sehr, dass Sie jetzt oder bald in trauter Runde beim Abendessen sitzen. Vielleicht trinken Sie dazu ein leckeres Schlückchen, einen guten Tropfen. Prost und willkommen zur Landesschau. Fast jeder, genau 96,4% der Erwachsenen in Deutschland, trinkt Alkohol. Fast 1,8 Millionen Menschen sind abhängig, also krank. Wer trinkt, hat nichts anderes im Kopf als den nächsten Schluck. Freunde, Familie, nichts ist mehr so wichtig wie der Alkohol. Viele Trinker verlieren ihren Job, manchmal sogar die Wohnung und ihre Liebsten. Mit einem ungewöhnlichen Projekt hilft die Evangelische Gesellschaft in Stuttgart diesen Menschen bei uns im Land. Hey. Hallo, deine Gusch, deine Saunumme. Ich bin doch kein Alkoholiker, nur weil ich jeden Tag ein Bierle trinke zum Vesper. Also jede Stunde. Das machen doch alle so. Da wären ja alles Alkoholiker, ja. Und außerdem, ja, wenn... Aber der Alkohol so gefährlich wäre, dann täte es ja die Bundesregierung gar nicht erlauben. Dann täte ja die Frau Merkel sagen, jetzt hören wir mal sofort mit dem Scheißdreck auf. Ja. Ich kann jederzeit aufhören. Ja. Jederzeit. Mache ich jeden Tag. Ja. Bis zum nächsten Fläschle, ja? Ein Bierle, ein Vetterle, ein Schnäpsle, ein Näsle, ein Heroinspritzle, ja? So, ne? Ist schon was Feines, ja? Und jetzt gehörst du noch in deine Kantine und tust deinen Jude-Tee trinken, oder? Ich sag dir. Wegen das wirst du nie moderieren. Alkoholiker! Ich bin doch kein Alkoholiker!